So, wie versprochen, melde ich mich auch heute Abend nochmals zurück. Diesmal halt mit einer Aufzeichnung. Doch leider hat der Dow Jones und der Nasdaq-Index, also die US-Indizes, nicht das Short-Setup fortgesetzt, sondern haben hier wieder ein bullisches Zeichen gesetzt. Die Bullen. Schauen wir kurz auf das Dow Jones-Setup, welches ich am Vormittag gegen 11 Uhr circa veröffentlicht habe. Sollte bis zur US-Öffnung der Markt etwas sinken. Mit der US-Eröffnung, mit dem regulären Handel im Prinzip steigen bis Wolkenunterkante hier im 30-Minuten-Chart. Maximal jedoch eben bis 17.770 ansteigen und von dort die Abwärtsbewegung fortsetzen. Hier gab es eben einen Kampf zwischen Bullen und Bären. Doch schlussendlich haben eben die Bullen jetzt hier am heutigen Tag dominiert. Aktuell haben wir hier 0 Uhr und der Dow Jones Index notiert relativ exakt bei 17.800 Punkten. Schauen wir mal, was im Tageschart sich dadurch ergibt. Doch zunächst schauen wir die Situationen im Nasdaq und im S&P an, was eben heute im Dow Jones auch passiert ist. Damals, als die Trendlinie, die dominierende Trendlinie gebrochen oder noch nicht, eben nicht gebrochen, nur angetestet worden ist, gab es zwei bärische Rücksetzer bzw. zwei bärische Kerzen. Und die dritte Kerze, mit der dritten Kerze gab es einen Durchbruch und dann eine Rallye. Hier haben eben auch nur kurzfristig die Bären, wenn überhaupt, eine Oberhand gehabt und die Bullen schlussendlich dann dominiert. Genauso sah es eben im S&P-Index aus. Hier gab es eben auch die Abwärtstrendlinie, ein, zwei bärische Abpraller und am dritten Tag wieder komplett negiert worden, das ganze Setup. Und im Dow Jones Index, hier ist es jetzt, bin ich bei JFD unterwegs, hier ist es jetzt nicht ganz so signifikant zu sehen, aber in der normalen Börsensitzung wurde hier eben auch 1, 2 bärische Kerzen gesetzt von den Bären und am dritten Tage wieder nach oben aufgelöst. Hier ist jedoch eben noch ein Widerstandscluster etwa bei 17.900 bis knapp unter der 18.000er Marke noch festzustellen. Allerdings jeder Tagesschlusskurs oder signifikantes Hoch- und Schlusskurs über 18.000, dann würden bei mir auch jegliche Widerstandslinien sich pulverisieren, in Luft auflösen. Da würde es maximal noch hier eine bei 18.160 geben. Danach ist der Weg eigentlich nach oben komplett offen. Um jetzt wieder hier auf den S&P und auf den Nasdaq zurückzublicken. Die Bullen sind natürlich auch unter Zugzwang, dass diese Auflösung eben wie von hier vonstatten geht, also dynamisch eine Fortsetzung stattfindet. Und die Bären sind auf jeden Fall eben auch unter Zugzwang, dass eben dieses Cluster nicht nach oben aufgelöst wird, weil dann werden wir sicherlich einen nächsten Short Squeeze erleben. Neues Intraday Setup gibt es aktuell noch nicht. Dafür sind eigentlich alle Zeichen eben bis in den Stunden natürlich oder bis in den 15-Minuten-Chart absolut bullisch. Da kann man noch nichts interpretieren, wo eventuell neue Marken liegen, um in die eine oder andere Richtung, eben um spekulativ Short zu gehen oder eben auch um einen bullischen Rücksetzer wieder Long zu handeln. Den DAX werde ich anschließend kurz im anderen Video erklären. Danke fürs Zuhören.